Und damit, was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Kanal, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine kleine Runde Fall Guys. Aber im Moment sieht es sehr laggy aus gerade. Mann, block mich doch nicht. Digga, was ist denn mit der Wurst los? Die da gerade gekommen ist. So. Ja, wie gesagt, ich spiele heute zum ersten Mal Fall Guys. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da. Und wir haben die 35 Abonnenten geknackt. Ich kann gerade nicht klatschen, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Steh auf, bitte. Ja, ist aufgestanden. Das schaffe ich noch. Ja, wie knapp einfach. Ey, aber egal. Das erste haben wir geschafft. Ja, jetzt kann ich klatschen. Wir haben die 35 Abonnenten. Woo! Und ich hoffe, wir kriegen noch viel mehr. Und ich wollte noch was ankündigen. Wenn wir die 50 Abonnenten schaffen, gibt es einen 1,5 Stunden Livestream. Welches Spiel wir spielen, weiß ich nicht. Ist der denn darunter gefallen? Ja, wie gesagt, welches Spiel wir spielen, weiß ich nicht. Und ja, ich bin gespannt, was wir für ein Spiel spielen. Ja, das sind die letzten drei. Perfekt, Digga. Diese Ehrenlosen, die da nochmal warten, so, ne? Und dann kommt einer und dann gehen die rein. Es ist ehrenlos. Versteht ihr es? Oder versteht ihr es nicht? Oh. Es sind ein paar raus. 40 sind qualifiziert. Und jetzt gibt's ein nächstes Spiel. Bitte ein gutes. Nicht Eiergerangel oder so. Ritterparcours. Ich hatte das jetzt dreimal hintereinander. Beim zweiten Spiel. Dreimal. Aber egal. So. Wir werden es hinkriegen. Bestimmt werden wir es hinkriegen. Wenn ich rausfliege, dann weine ich. Go. Nein, nein. Die Brücken hier, diese komischen Holzdinger, die sind so scheiße. Ja, Digga. Wie kacke kann man sein, dass man sowas einbaut? Oh, das war knapp. Digga. Da habe ich kurz gewartet. So. Da bin ich kurz gewartet. Da habe ich kurz gewartet. Ist alles das Gleiche. Da warten wir noch mal kurz, weil wir wollen schließlich nicht rausfliegen. Perfekt. Da gehen wir direkt durch. Ja. So. Zuck. Oh mein Gott, die Bananenfruchtschorle. Was hat denn der jetzt vor? Ist der irgendwie dumm? Hä, was hat der vor? Ach, der will... Ah, ich verstehe seine Taktik. Aber jetzt ist er selber ins Ziel gegangen. Wenn du schon andere festhältst, dann bleib doch auch noch draußen stehen. Ehrenlos. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist...
unfassbar, was es für Leute auf dieser Welt gibt. Ich habe eine Trophäe. Ich habe angeblich 500 Matches gespielt. Ich habe aber keine 500 Matches gespielt. Bin ich mir sehr sicher. Vielleicht in meinem gesamten Vollgeist-Leben, aber nicht in diesem Vollgeist jetzt. Da habe ich höchstens 20 oder so gespielt. Und das ist ja schon eben raus. Ich spiele nicht so viel Vollgeist wie andere. Warum muss dieses Spiel immer als drittes kommen? Ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht. Und ich habe genau dieses Spiel bekommen. Ich hatte genau die gleiche Reihenfolge. Erst kam der Kreisel, dann kam Ritterparcours und jetzt Flugzeit. Was ist das? Aber ich spawn auf der coolen Seite. Die coole Seite, wie es schon heißt, cool, ist cool. Also die Seite finde ich echt cool, wo ich spawne. Bin ich der Einzige, der immer diesen Kreisel da benutzt, wo ich gerade hingucke, um Punkte zu erzielen? Nee, anscheinend bin ich nicht der Einzige. Aber ich werde direkt runtergehauen. Was ist das denn? Hä? Wie scheiße man sein kann. Man kann dann... Digga, das war so unnötig gerade, ne? Das kann man aber auch super nutzen, wenn man treffen würde. Nicht so wie ich. So, jetzt aber nicht direkt runterfallen hier. Ey, Wind. Wind, lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe, scheiß Wind. Will kein Wind mehr. Aufstehen. Es ist schon einer fertig. Ey! Warum geht denn der Wind immer wieder so schnell? Ja. Let's go. Let's go, Digga. Hey, ich habe keine Prozente mehr dazu bekommen. Was ist das denn? Hey, das bin ich der Einzige, der das gerade gesehen hat? Ja, wenigstens. Ich bin wenigstens qualifiziert. Top 10. Komm, der Bro schafft's auch noch. Jo, das ist gar nicht mal so dumm, was der für eine Taktik macht. Aber er ist gerespawnt. Kann man selber entscheiden, wenn man respawnt? Oder nicht? Ich glaube nicht. Ist der Ninja raus? Rechts neben mir? Nein! Also bis jetzt waren es nur Bots, die Ninjas gespielt haben. Aber okay. Ich glaube, die Typen wollen einfach keine No-Skins sein. Was kommt jetzt für ein Spiel? Bitte ein gutes. Oh, der Wirbel. Bitte, ich spawn vorne. Das wäre cool, wenn ich vorne spawn. Weil ich glaube, dann ist es so, dass ich es leichter habe, vor dem Wind wegzukommen. Ich bin vorne. Bei den Runden von der Wirbel sind die Runden immer schnell vorbei. Nach meiner Erfahrung. Yes. Ey. Weil ich will keiner sein, der bei dem Spiel rausfliegt. Guck mal, zwei sind schon raus. Fünf. Es muss noch einer. Das will nicht ich sein. Hallo, nicht ich. Ja, sehr gut. Der Wind war schon hinter mir. Habt ihr es gesehen? Der Wind war schon hinter mir. Knallball, Finale. Beim letzten Mal, als ich Knallball gespielt habe, habe ich gewonnen. Vielleicht gewinne ich ja auch jetzt. Es ist aber sehr unwahrscheinlich. Weil ich vielleicht nicht der Beste bin in Vollgeist. Aber
wie sagt man so schön? Es geht alles. Man braucht nur die Willenskraft. Ich werde direkt zu der Bombe laufen und die zwei wegnehmen. Oder ich knall gar keinen weg. Ja, perfekt. Doch, einer schon raus. Nee, doch nicht. Hä? Digga, dieses Geräusch! Weg hier. Nein. Da ist jemand. Eine Bombe. Guck mal, da fällt jetzt ein Feld runter. Und direkt neben mir noch eins. Was ist denn das jetzt? Kann hier vielleicht auch mal wieder... Ja, er hat mich nicht getroffen. Das ist ein Opferino. Und die Bombe ist runtergefallen. Perfekt. Hey, spawn noch nicht neben mir. Was ist das denn? Egal, ich lebe. Verteidige mein Zuhause. Okay, perfekt. Digga, es kommt nur. Mach nicht meine Taktik, du Hund. Ja, perfekt. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe mich selber weggesprengt. Dumm kann man sein. Ja, das wird nix, oder? Geh nicht auf mich. Nicht auf mich. Ja, jetzt bin ich raus wegen dem Hund. Ja, was soll man auch anderes machen? Hat er jetzt gewonnen? Oh mein Gott. Wie kann denn so einer gewinnen? Weltstar? Station Weltstar? Digga, du bist gar nichts. Ja, aber ist egal. Wir haben es bis ins Finale geschafft. Nur Bronzemedaillen. Außer bei dem Wirbel. Aber egal, das ist auch okay. Lad. Ich will das Video beenden. Ja. Und damit würde ich sagen, es war's. Das war's mit dem Video. Schreibt immer Videoideen in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, bei 50 Abonnenten gibt's einen Livestream. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.